Windows-Theorie, die wir aus dem Bereich der inneren Sicherheit kennen. Wenn also erst einmal ein Fenster zerbrochen ist und man das akzeptiert und es keine Sanktionen gibt und es keine Reaktionen gibt, es keine Ordnung gibt, dann wird das allgemein akzeptiert und dann gibt es eine weiter fortschreitende Verwahrlosung. Und das erleben wir traurigerweise auch in Syrien. Ich kann im Grunde an das anknüpfen, was Eckhard Rehberg gerade eben gesagt hat. Wir wollen eine regelbasierte Ordnung. Wir wollen, dass internationales Recht eingehalten wird. Und dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir in Syrien eintreten. Und das Jüngste, was wir erlebt haben, ist der Einsatz türkischer Streitkräfte im Norden Syriens um Afrin herum. Und dazu möchte ich aus Sicht meiner Fraktion einige Anmerkungen machen. Für uns, wir haben immer ein nüchternes Verhältnis zur Türkei gehabt, haben immer gesagt, wir wollen enge Bindungen, aber einen richtig europäischen Weg können wir uns nicht vorstellen. Die Türkei ist für uns NATO-Partner. Die Türkei ist in einer geostrategisch entscheidenden Rolle und Situation. Die Türkei hilft uns sicherlich, Sicherheit für Südosteuropa zu gewährleisten. Die Türkei leistet Großes, das will ich auch heute noch einmal sagen, bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Es wird dort eine große Zahl von Flüchtlingen aufgenommen. Das wissen wir und das würdigen wir. Aber ich muss sagen, ein derartiger Militäreinsatz, und damit habe ich begonnen, darf nicht einfach so ermöglicht werden, sondern er kann nur durch internationales Recht gerechtfertigt werden. Und wenn der türkische Präsident Erdogan eine Belagerung Afrins ankündigt, dann ist das mehr als der legitime Einsatz gegen Terroristen, die gegen den türkischen Staat kämpfen. Und deswegen fordern wir die Türkei an dieser Stelle auf, halten Sie internationales Recht ein, wahren auch Sie die Souveränität Syriens. Das ist nicht gedeckt von internationalem Recht, wenn es eine Belagerung geben sollte. Und das könnte nicht unsere Unterstützung erfahren. Hier müssen wir klar sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nichts ist besser geworden in den deutsch-türkischen Beziehungen in der Vergangenheit, was den Parlamentarismus angeht. Und ich will auch noch einmal sagen, wir waren mit vielen Kolleginnen und Kollegen auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wenn der Kollege Özdemir, mit dem man sich politisch über vieles sicherlich streiten kann, dort unter Polizeischutz gestellt werden muss, weil er Bedrohungen ausgesetzt wird, dann verurteilen wir dies alle und sind alle solidarisch mit dem Kollegen aus der Fraktion der Grünen. Volker Kauder hat darauf hingewiesen, viele brechen internationales Recht. Viele meinen, dass sie einfach bomben dürfen. Und dazu gehört auch Russland. Und wenn Russland, was ich für einen Fehler gehalten habe, nicht von Amerika als Regionalmacht bezeichnet werden möchte, sondern wenn Russland als internationaler Spieler, als internationaler Partner ernst genommen wird, dann muss auch Russland aufhören, einen Diktator, der Giftgas einsetzt und der jetzt in Ghouta wieder mordet und wieder Zivilisten sterben lässt, dann muss auch Russland seiner internationalen Rolle endlich gerecht werden und seine militärischen Streitkräfte aus Syrien abziehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Das muss deutlich angesprochen werden. Und das gilt auch für den Iran. Ich will deutlich sagen, dass wir Deutsche, wir Europäer ganz klar eintreten dafür, dass das Nuklearabkommen mit dem Iran eingehalten wird. Und das ist, und das muss man auch dem amerikanischen Präsidenten in vollem Selbstbewusstsein sagen, kein bilaterales Abkommen nur der Amerikaner mit den Iranern, sondern da hat die deutsche Diplomatie, dem früheren Außenminister Frank-Walter Steinmeier sei gedankt, einen großen Anteil. Es ist ein multilaterales Abkommen. Wir haben ein Interesse daran, mit den Reformkräften, mit den moderaten Kräften im Iran zusammenzuarbeiten. Wir haben ein Interesse daran, dafür zu sorgen, dass der Iran nicht nuklear bewaffnet wird. Deswegen halten wir, solange der Iran, und das macht er zurzeit, das Abkommen einhält, an diesem Abkommen fest, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sollten wir auch im Bündnis klar formulieren. Aber dazu gehört genauso, dass auch der Iran seine Rolle in der Region wahrnehmen muss und sich nicht schlicht und ergreifend als eine Macht verstehen darf, die hegemonialen Einfluss jetzt durchsetzen will, die militärisch das einfach möglich macht oder durchführt, was ihr tatsächlich möglich ist, und die sich jetzt dauerhaft in Syrien auch mit Militärbasen verankern will. Auch das ist ein
Widerspruch gegen die Souveränität Syriens. Und es ist insbesondere, und das ist natürlich für uns Deutsche von großer Bedeutung, offenkundig eine Bedrohung Israels. Und das möchte ich hier in diesem Hause auch noch einmal sagen. Der Iran muss auch wissen, dass wir an dieser Stelle unsere internationale Politik, unsere Außenpolitik auch an diesem Verhalten ausrichten. Jeder, der die Sicherheit des Staates Israel bedroht, muss wissen, er stellt sich damit außenpolitisch und sicherheitspolitisch auch in eine Gegnerschaft zu Deutschland. Deutschland ist solidarisch mit Israel an dieser Stelle. Und das müssen alle, die verantwortlich handeln in Teheran, auch ganz eindeutig wissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und letztlich werden wir, und deswegen kann ich anknüpfen an die Debatte, die wir vorangeführt haben, in dieser gesamten Region, auch mit unserem gewandelten Einsatz im Irak, den die Verteidigungsministerin schon skizziert hat, aber den wir auch noch miteinander parlamentarisch diskutieren müssen, nichts allein ausrichten. Deutschland wird in dieser Region, Kollege Post hat zu Recht an uns appelliert, was tun wir denn selber? Deutschland wird allein in dieser Region überhaupt gar nichts ausrichten, sondern wir werden dort nur gemeinschaftlich in Bündnissen mit anderen etwas ausrichten. Und deswegen ist es so wichtig, gerade in dieser Zeit, wo leider auch innerhalb des westlichen Bündnisses seitens des amerikanischen Präsidenten die NATO infrage gestellt worden ist, dass auch wir hier zur NATO stehen und dass wir unsere Bündnisverpflichtungen erfüllen und dass wir uns immer bewusst sind, das werden wir insgesamt auch dort in der Region nur dann beeinflussen können, wenn wir als Europäer auftreten. Deshalb die Lehre aus dem Desaster in Syrien ist noch einmal, macht Europa stark. Lasst uns im Europäischen Verbund agieren, dann können wir uns in dieser Region engagieren und dann können wir dafür sorgen, dass das Leid geringer wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wadefuhl. Als nächster Redner Nils Annen für die SPD.